Diese Sendung wird Ihnen empfohlen von der Teddy Bear. Hi, Pektastos, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Griefer Talk, Freunde. Und wir starten direkt rein mit etwas sehr Ernstem, wie ich finde. Und zwar, ja, ich weiß nicht, wie ich damit beginnen soll, aber ja, Rassismus wird anscheinend hier auf Griefer Games geduldet. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, was meint er jetzt? Ja, ich weiß, das geduldet klingt ein bisschen, schlimm oder krass. I mean, der Spieler wurde bestraft, aber nicht so bestraft, wie ich es erwartet habe. Aber jetzt mal kurz alles nacheinander. Und zwar geht es um den Spieler 50 IQ, aber 30 Zentimeter. Jetzt AlboKing99. Und zwar, ihr seht ja hier ein paar zensierte Bilder, was der gute Herr hier gemacht hat. Und rein theoretisch müsste man ja denken, dass dieser Spieler ja nie wieder auf den Server kommt, geschweige ja permagebannt ist für die Scheiße, die er gemacht hat. Nö. Der Spieler wurde nur für 7 Tage gebannt. 7 Tage für Rassismus. 7 Tage. Lasst euch das mal auf die Zunge zergehen. 7 Tage. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Der Typ scammt erstens und tut einfach rassistische Äußerungen von sich geben, baut denn so einen Scheiß und kriegt einfach nur einen 7-Tage-Bann. Hä? Vor allem im Chat behauptet er, dass es einfach nur um jemanden zu ärgern gewesen, dass er kein Rassist ist. Schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare und findet ihr 7-Tage-Bann für Rassismus ist gerecht oder ist das doch zu wenig? I mean, ich kenne noch Zeiten, da wurde Rassismus mit einem Permaban bestraft. Ich kann mich auch irren, also in meinen Augen ist Rassismus nicht zu entschuldigen, egal in welcher Art und Weise, und wenn man das N-Wort mehrmals auch im Chat droppt. Ist ein schwieriges Thema, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, auf jeden Fall das denn noch so krass als Witz hinzustellen, also dass man es nur aus Spaß gemacht hat, geschweige um jemanden zu provozieren, ist schon ehrlich sehr krass, wie ich finde, und hat hier nichts auf dem Server zu suchen und hat in meinen Augen auch keine zweite Chance verdient. Auf jeden Fall, der Spieler befindet sich auf Celebrate 22, heißt jetzt AlboKing99 und er versucht seinen Namen reinzuwaschen. Normalerweise bin ich der Letzte, der so einen Leuten nicht eine zweite Chance gibt, aber Rassisten will ich hier nicht auf dem Server haben. Und so viel dazu, Freunde. Wisst ihr Bescheid, falls jemand vom Team das schaut, könnt ihr mir sehr gerne schreiben, warum er nur 7 Tage gebannt wurde. Selbst wenn ihr jetzt als Begründung nehmen werdet, er hat sich ja entschuldigt und er bereut es. Ist für mich keine Ausrede. Ist für mich keine Ausrede und keine Entschuldigung. Tut mir leid. Aber okay, gut. So viel dazu und wir machen jetzt mal weiter im Programm, Freunde. Es wird Zeit, mal was Neues im Griefer Talk einzuführen, Freunde. Und ihr seht es schon neben mir. Und zwar die Wand der Ehrenlosen auf Griefer Games. Sagt schon einiges von. Hier sind schon ein paar Leute drauf. Wie gesagt, der Rassist ist hier auch drauf. Zum Beispiel hier noch ein Hahn ist hier drauf. Und 01 Endergirl. Ja, ich glaube, da herrscht ein bisschen Erklärungsbedarf, wieso. Und zwar bei der Gedenkfeier vom Leben Shelky, Ruhe in Frieden, by the way, haben diese zwei, waren diese zwei der Meinung, ein bisschen zu provozieren. Und deswegen sind sie hier drauf. Es gab zwei andere Leute, waren da auch auf jeden Fall mit bei, die auf jeden Fall auch noch hier auf diese Wand kommen, sobald ich ihren Namen habe. Das werdet ihr spätestens in der nächsten Folge oder in der Folge da drauf vom Griefer Talk sehen, Freunde, auf jeden Fall. Die Wand der Ehrenlosen, ab sofort hier im Griefer Talk. Könnt mir auch sehr gerne jetzt in die Kommentare Vorschläge in die Kommentare schreiben, wer hier noch drauf kommt, am besten mit einem Beweis, weil hier kommt niemand ohne triftigen Grund drauf, Freunde.
Und ja, kommen wir auch schon mal zum ersten Griefer-Clip der Woche, Freunde. Und zwar, ja, beim Lee Maxim gab es ja einen sehr lustigen Alert in seinem Livestream. Und ich kann da nicht viel zu sagen, Freunde. Schaut euch bitte das hier an. Also, wie ich finde, ist es das beste Alert, was man haben kann, Freunde. Grüße gehen raus an Maxim und Supano. Oh nee, also das ist ein geiler Alert. Also, ja, kann man mal machen. Ist auf jeden Fall mein absoluter Top-Favorit. Okay, da muss man auch mal so hinkriegen, wie ich finde. Und ja. Ich würde mal sagen, vom lustigen Alert kommen wir mal zu den 500k Freunde, die es ja in der letzten Folge zu gewinnen gab. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal, wer diese gewonnen hat. Der gute RiskQ gewinnt die 500.000 Dollar. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Aber über eine Sache müssen wir noch reden. Über zwei Sachen müssen wir sogar reden. Schaut euch mal den ersten Clip an, Freunde. Mit der 3x3-Axt kann's ja jeder. Ich mach's halt doch noch mit der Hand. Wie sich das gerade anhört, sorry. Wenn ihr denkt, der erste Clip war schon grenzwertig, zwinker, zwinker. Schaut euch mal den zweiten Clip an, Freunde. Ja, mal schauen. Mein Ziel ist es ja eigentlich, meine komplette Line durchzuziehen hier. Also komplette Line mit Spawner. Nicht falsch verstehen. Natürlich möchte er nur die komplette Line mit Spawnern ziehen. Keine andere Line. Line. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch nicht nur zu den 500k, sondern auch zu den Streamer-Rang, denn der gute Rescue hat jetzt auch den Streamer-Rang hier auf Griefer Games, Freunde. Und wisst ihr, was der gute, der Teddybär, mein Chef, hatte in einem seiner sehr seltenen Livestreams? Wisst ihr was? Schaut euch mal diesen Clip hier an, Freunde. Ja, das müsste doch bestraft werden. Der Vogel bodenlos. Ja, das ist hier ja. Ich hasse dich wirklich. Digga, das ist ja einfach. Jetzt krieg ich scheiß 50 Blöcke. Ich höre nie wieder auf euch. Das war die 10k sowas von nicht wert. Da hat mein Chef einfach mal, ja, eine 50-Obi-Strafe bekommen für Start-Jail-Missbrauch. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Teddy. Ach ja, das ist schön, ihn mal leiden zu sehen, sonst bin ich immer der, der hier, ja, leidet. Ja, Freunde, so viel dazu und, ja. Griefer Games passieren sehr komische Sachen. Ich habe im Forum eben gerade etwas sehr Komisches gesehen. Und zwar, ja, Smash or Pass Giftlippenstift. Ihr seht den Screenshot eingeblendet. Und die darauf folgenden Antworten der Spieler seht ihr auch. Es ist, ja. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Das ist Griefer Games auf eine Art wieder. Und, Gifty, wenn du das sehen solltest, ich habe damit nichts zu tun und
Ja, gut. Gut, ja. Aber es ist ja nicht nur die einzige eine Sache, wo drüber geredet wird, und zwar der Verhasster hat wohl anscheinend sehr exklusive Infos über gewisse Streamer bekommen. Schaut euch mal das hier an, Freunde. Ah, also okay. Also, ich hab's so verstanden, Daywalker hat einen OnlyFans-Account erstellt und hat da seine Unterhosen mit Bremsspuren verkauft. Und das hat er dann irgendein Streamer geleakt, oder wie? So hab ich das verstanden. Ja, ja, Freunde, Griefer Games ist manchmal ein sehr komischer Server, geschweige ein, doch ein sehr komischer Server, auf den sehr komische Sachen passieren. So, das passt besser. Und, ja, ich sehe das im Hintergrund, Griefer Liefer, ne, immer noch mein Partner, schaut auch sehr gerne mal auf deren Discord vorbei, ja, auch nochmal Dankeschön für die Unterstützung. Ja, so viel dazu. Und bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, oder zu meinem heutigen Gast komme, so rum, ne, man sollte auch sprechen können, ha, habe ich wieder ein paar schicke Grundstücke gefunden, Freunde. Schaut euch mal das hier an. Ja, ich befinde mich mal wieder auf Citybuild 22, Freunde, und zwar bei den Plattformen EsimaDN und, ich kann euch versprechen, vergesst alles, was ihr über eure Farmplots kennt und wisst, denn das hier ist mal richtiges Farmplot, Freunde. Ja, bisschen Holz ist am Start, Freunde, ein bisschen Glowstone, Kohle, Melonen, Eis. Ja, der Inbegriff da eines Farmplots, würde ich mal behaupten, in einem sehr großen Ausmaß. Glaube ich, alle Holzarten in der 1.8 sind hier vertreten. Hier fehlen schon die Blätter, mit Sicherheit für Block des Tages. Und ich würde mal sagen, die Person ist sehr gut vorbereitet auf bestimmte Events und Booster. Ja, ein sehr schickes Grundstück, wie ich finde. Genauso wie das Redstone, was hier vorne ein bisschen grünlich erscheint. Weil da Ranken dran sind, ist natürlich logisch, Freunde. Ein Kistenlager darf natürlich auch nicht fehlen. Hier haben wir natürlich Quarz. Darf ja auf einen schönen Farmplot auch nicht fehlen. Und ebenso wie Smaragde. Aber kleines Wissen zum Angeben für euch. Diamanten geben mehr XP als Quarzerz. So rum. Ja. Diamanterz gibt mehr XP als Quarzerz. So, gut. Bildungsauftrag erfüllt, dann können wir weiterhin uns dieses Grundstück anschauen, Freunde. Auf jeden Fall schicker Rand, auf jeden Fall, und schicke Bäume, schickes Dirt hier. Also ich denke, der Spieler war hier gerade am Farm, höchstwahrscheinlich. Und schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem sehr schicken Grundstück in die Kommentare. Und von 1 bis 10 möchte ich gerne mal eure Bewertung in den Kommentaren sehen. Und auch heute habe ich natürlich wieder einen Gast dabei. Und dieses Mal habe ich jemanden, der ist ziemlich verhasst. Herzlich willkommen, Verhasster. Hallöchen. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist bereit für ein paar Fragen. Na klar, schön. Und da wollen wir mal gleich reinstarten. Und zwar, was machst du so auf Griefer Games? Was ich auf Griefer Games mache? Oh Jut, das ist eine sehr, sehr wilde Frage. Prinzipiell, ich bin jemand, der sehr, sehr viel baut. Also, ich bin sehr, sehr viel auf meinem ersten Guest-Team derzeit sehr viel am Bauen, weil, ich sag's mal so, das ist halt für mich so ein Community-Projekt, was ich halt schon seit längerer Zeit jetzt verfolge. Und viele sagen so, ich bin nicht so der Beste im Bauen, aber ich höre nicht auf die Hater, sondern ich mache einfach mein Ding und Du bist nicht der Einzige, ich kann auch nicht bauen. Wer meine Plots kennt, der weiß, dass ich halt bis auf meinen Skin und ein paar Sachen mit aus TNT auch nicht bauen kann. Das ist Einsichtssache, aber du hast ein Community-Projekt gerade angesprochen. Was ist das denn für ein Community-Projekt für die es zum Beispiel nicht kennen? Ja, das ist zum Beispiel halt so eine Art Community-Plot, was ich halt aktuell mit der Community zusammen baue. Da habe ich halt so ein paar Leute halt mit dabei, die ich halt gut kenne. Da kriegt jetzt halt nicht jeder direkt jetzt, der im Stream mit dabei sind, halt Trust, ne? Aber wenn ich da sehe, das ist jemand, den ich gut kenne oder der ist auch relativ gut mit Redstone oder sonstigen Sachen, dann sag ich da, ja, dann kannst du von mir aus auch Trust haben, dann baue ich mit denen das zusammen am ersten Guest ein bisschen und das ist derzeit ein 50er-Merch und ja, das ist glaube ich, da sind glaube ich jetzt mittlerweile schon über 3 Millionen Cloud-Geld reingeflossen in das Guest und
Ja. Also praktisch so ein Plot, wo jeder aus deiner Community was bauen kann, was er möchte. So in das. Also, was ja, so in das. Ah, sowas. Okay, das ist cool. Das ist genau. Eine coole Idee, wie ich finde. Und da, das ist dann so ein Langzeitprojekt oder eher sowas, ja, was du dann ab einem gewissen Zeitpunkt beendet haben möchtest? Nee, das ist tatsächlich einfach ein Langzeitprojekt. Also ich sag dir auch ganz ehrlich, da gibt's kein Ende für mich. Ich mache da immer weiter und weiter. Also jetzt sind wir tatsächlich derzeit an so einer Art Nebeleffekt am Arbeiten. Wir machen da jetzt an der Decke so ganz, ganz viele Nebeleffekte. Ich finde das mega cool mit diesen Glas. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du da so ganz viele... Genau, das ist übelst cool, finde ich. Ich kenne das auch. Ich finde es auch ziemlich geil. Also ich kann es leider nicht bauen. Ich bin darin leider ein Noob drin, aber ich feiere das auch sehr gut. Sehr gerne. Geile Idee, gerade wenn man für die Community was machen kann, ist das natürlich umso besser. Das supporte ich auch sehr gerne und freut mich auch natürlich. Von Community-Projekt kommen wir mal zur nächsten Frage, würde ich mal sagen. Und zwar, was gefällt dir an Griefer Games und was nicht? Was mir an Griefer Games gefällt? Ja, kannst recht gut, ruhig ehrlich sein. Ich versuche jetzt mal einfach mal komplett ehrlich und offen zu sein. Also, was mir an Griefer Games erstmal gefällt, kann ich in erster Linie sagen, ist die Community. Also zum Beispiel die Community. Ich war damals relativ neu. Also ich bin jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren jetzt auf Griefer Games aktiv und habe vor circa anderthalb Jahren jetzt angefangen, richtig mit Zocken. Und direkt von Anfang an habe ich da halt so direkt, also es war natürlich nicht so, dass da jetzt alle mich kannten direkt von Anfang an, ne? Aber es gab da direkt so ein paar Leute, zum Beispiel so Nachtfalter oder so ein Unwohl, solche Leute, die direkt von Anfang an da waren und mir direkt so ein Gefühl davon gegeben haben, ey, wir helfen dir, du bist neu. Und das finde ich einfach so toll, wenn du da neuer Spieler bist, dass du da auch teilweise auch sehr viel Hilfe bekommst. Und was mir nicht gefällt, ist zum Beispiel sind halt die Sachen mit den Scammern, dass hier Scamming geduldet wird. Das finde ich halt jetzt nicht so ganz ehrlich so geil. Das ist halt Griefer Games, so gehört das ist aber dazu. Ist halt trotzdem jetzt meiner Meinung nach jetzt nicht so, dass man das nicht ändern könnte, aber gut, es wird schon seine Gründe haben, dass das so ist, wie es ist, ne? Mhm. Und es gibt natürlich auch wieder manchmal ein paar Pappnasen. Ich nenne jetzt keine Namen, keine Sorge, aber. Ja. Ja, es gibt genug. Das sind so. Ja, genau. ihr habt es jetzt im Laufe der Folge heute gesehen. Ich habe ja ein paar Pappnasen exposed auf der auf der Wand der Ehrenlosen. du wirst es nachher im Video gesehen haben, ist bestimmt. Aber ja, es gibt genug Pappnasen und wegen dem Scam. Ja, Scam ist in dem Sinne geduldet, ja, aber auch nicht verboten oder auch nicht wirklich erlaubt. Das ist so ein Zwiespalt. Ich verstehe das. Aber wenn du, ich sage mich mal so, wenn du etwas verändern könntest, zum Beispiel jetzt an den Scammer-Geschichten, was wäre es? Also in erster prinzipieller Geschichte würde ich jetzt erstmal sagen, wenn ich da jetzt wirklich was prinzipiell verändern könnte in der Vergangenheit, dann würde ich erstmal den Leuten, die natürlich um Echtgeld gescampt wurden, erstmal das Geld zurückgeben, ne? Weil Echtgeld-Scamming ist, finde ich, das meiner Meinung nach Ehrenloseste, was du machen kannst. Weil das eine ist nochmal Ingame-Scam, das ist ja im Endeffekt was Virtuelles, aber sobald es in die Richtung mit Echtgeld-Scam und was weiß ich nicht alles geht, ne, wo du zum Beispiel jemanden Jobguthaben versprichst, ne, und die Person gibt die das dann aus und dann bekommt die davon nichts, das ist schon ziemlich hart. Das macht man halt nicht. Ja, da ist ja auch wieder die Sache wegen Beweisen und alles. Dann würde ich da wirklich auch auf Beweise bestehen. Und dann würde ich gucken, ob ich dann wieder einen Kompromiss finde. Also die Idee finde ich gut, aber ich würde dann, das zum Beispiel, ist jetzt meine Meinung, ne? Dass er als Kompromiss finden, irgendwie entweder kriegt er dann halt eine Sache auf dem Server für den Wert oder halt versuchen, den Wert in Echtgeld wieder zurückzuerstatten. Aber ich denke, das mit Echtgeld ist mal ein bisschen schwieriger, weil du musst das auch beweisen können und ich denke, dass das Team da ein bisschen, ne, hinterher ist wegen den ganzen Beweisen und das alles. Aber deine Idee ist gar nicht mal so schlecht, wie ich finde, und ich verstehe deinen Punkt auch mit den Scammern. Ich finde auch teilweise, dass die ab und zu mal zu lasch bestraft werden. Das hatten wir auch schon hier in der heutigen Folge. Ja. Das lasche bestrafen. Aber ja, Scamming gehört zu Griefer Games dazu, von Anfang an, das ist klar. Und ja, hoffen wir mal, dass die Scammer auch wirklich bestraft werden. Oder die auch gefunden werden. Ja, gut. Aber ja, gut. Kann man nicht viel machen, dafür ist man nur Content Creator. Und wie ich sehe, bist du ja auch ein Streamer. Also, ihr könnt auch sehr gerne bei ihm vorbeischauen. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann kommen wir mal zu einer sehr interessanten Frage, die hier schon Kult ist bei mir im Griefer Talk. Und zwar, wie bist du auf Griefer Games aufmerksam geworden? Das ist eine sehr schöne Frage. Da kann ich jetzt nämlich richtig schön mal ausholen.
Sehr gerne. Also, ich habe ja vor circa 2 Jahren mir einen PC geholt. Obwohl, es sind 2 Jahre. Ich würde sagen, auch um den Dreh 1,5 Jahre. Ich war relativ frisch, nachdem ich mir einen PC damals geholt habe. Auch schon relativ schnell auf Goofer Games. Und zwar ist die Hintergrundgeschichte. Ich war damals auf dem Gommel-Server aktiv, in der Community mit Lady Voice-Chat. Und dann kam die liebe goldene Jessie auf mich zu. Und da habe ich halt so erklärt, du, mir ist langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe irgendwie Lust auf irgendwie, was ich grinden kann, ne? Und dann hat die goldene Jessie, ne? So wird das Video vielleicht hier sehen. Erstmal, Grüße geht auf jeden Fall in den Goldclan raus. Rich auf die 1. Und dann hat die mir so halt so ein bisschen Creeper Games erklärt erstmal und hat mir dann halt auch wirklich echt gut geholfen hier. Hat die mir zum Beispiel 10.000 Euro Startergeld gegeben und was weiß ich nicht alles. Und dadurch habe ich dann halt echt wirklich so auch angefangen zu grinden mit der Zeit, ne? Und ja, das ist halt im Endeffekt der Grund, also sie ist im Endeffekt der Hauptgrund, warum ich überhaupt auf Creeper Games gelandet bin. Ja. Oh, das ist dann tatsächlich mal ein anderer Grund, als wir hier im Creeper Talk gewohnt sind, Freunde. Ich denke, fast jeder, der jetzt hier war, der hat immer Upgrade als Grund genommen. Aber es ist mal was anderes und ich finde es auch eine tolle Geschichte. Und ja, ich denke, wenn man eine Idee hat hier auf Goofer Games, kann man auch wirklich Stunden hier rein investieren. Und ja, Grüße gehen an den Goldclan, dass ihr den guten Verhaster hier reingeholt habt und mir die Möglichkeit gegeben haben, ihn hier einzuladen. Ja, das siehst du. Alles hat einen Grund. Kannst du alle der Golden Jesse verdanken, du. Alles der Golden Jesse. Liebe Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Ja, gut, und ich komme tatsächlich auch schon zur letzten Frage, und zwar, was tust du außerhalb von Griefer Games? Außer von Griefer Games spiele ich Fußball, ich gehe aktiv ins Gym, bin tatsächlich an der Tanke tatsächlich am Arbeiten derzeit, ne, man muss ja irgendwie Geld verdienen, ne? Ist ja logisch. Ja, Griefer Games muss ich ansonsten ja finanzieren. Richtig. Man muss ein bisschen die Kisten einballern, ne? Genau. Ja, ansonsten mache ich nicht viel. Ich zocke halt auch generell auch sehr leidenschaftlich halt. Ne? Ansonsten, ja. Gibt es auch andere Fußball. Spiele? Andere Spiele, also sorry fürs Unterbrechen. Erstmal, gibt es auch andere Spiele außer Minecraft, die du spielst? Ja, ich spiele noch Rocket League nebenbei ab und zu und FIFA. Allerdings muss ich sagen, derzeit FIFA ganz schlimm. Also das tue ich mir wirklich echt einmal in der Woche an und danach schmeiße ich die Controller für 10 Minuten weg und dann ist auch erstmal vorbei. Also FIFA, schwieriges Thema. Ich habe tatsächlich hier jemanden gerade, den ich fühlen kann. Ab und zu mal FIFA ist wirklich sehr doll gerade Online-Modus. Also für die Leute, die da nicht drin sind, kann man, glaube ich, nicht ganz so verstehen, wenn man da nicht so drin ist. Rocket League auch ein sehr tolles Spiel. Wenn wir schon bei Fußball sind, da hast du bestimmt auch einen Lieblingsverein, ne? Oh ja. Möchtest Bayern. Du. Oh, ich wollte gerade sagen, möchtest du sagen? Gut, Mia Samia, meine Freunde, Mia Samia. Gut, jetzt wisst ihr, warum er Verhasster heißt und warum er verhasst ist. Das ist recht, das hält nicht. Dann wisst ihr Bescheid. Und dann sag ich auf jeden Fall nur, ja. Hahaha, kein Meister geworden. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal zum Minigame, Freunde. Ja, und da sind wir auch schon beim Minigame, Freunde. Ich habe ja noch gar nicht erzählt, was es gibt beim Minigame. Und zwar, wenn ich gewinne, gibt es nur 1,5 Stacks Beacons. Und wenn Verhaster gewinnt, gibt es 3 Stacks Beacons für euch. Und wir spielen das wunderbare Spiel Netzrennen. Dafür erstmal die Yeezys aus und Perks. Den Schnelligkeitsperk. Bitte ausstellen, falls du einen anhast. Ja, naja, keine Ahnung. Ja. Ich vertraue dir da, ich habe meinen auch ausgemacht, ich kann dich dir zeigen, ich laufe normal. Du kannst dir eine Seite aussuchen, links oder rechts? Nein, nicht links. Gut, ich kann dir sagen, der Letzte, der das Rennen gemacht hat, das war der gute Fancy, der hat elendig verloren. So, dann kannst du dich ein bisschen so hier hinstellen, genau so. So gleich auf, dann gehe ich mal in den F3 und dann würde ich mal sagen, auf die Plätze, fertig, los. Gut. Ich habe keinen Plan gerade, wer wie schneller ist. Es ist Gleichstand. Genau. Ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz minimal vor bei mir, glaube ich. Ganz, ganz minimal vielleicht. Ja, es kann sein. Sollte es bei Gleichstand da hinten bleiben, dann machen wir zurück noch. Gott, das könnte... Uiuiui. Eine Zugabe. Und es sieht danach aus, als wenn es echt ein Gleichstand ist. Wir sind gleichzeitig losgelaufen. Gefühlt, ne? Wir sind, du bist schneller. Du bist schneller gerade. Ja, grade. Ganz, ganz leicht, ne? Du bist ganz leicht schneller gerade. Ja, es riecht nach 3 Stacks Beacons für die kommen. Es riecht nach 3 Stacks, ja, es riecht sehr stark nach 3 Stacks Beacons. Meine Damen und Herren, es sieht
dann, ja, das sind 3 Stacks Beacons. Du bist zuerst im Ziel. Damit hast du für euch 3 Stacks Beacons gewonnen. Und, warte mal, ich geh mal auf die Seite, weil sonst überdeckt sich das, Dings. Wie nennt. Ja, ja, die Endcard, so rum. Sonst verdeckt dich die Endcard, so. Springen kann ich auch nicht mehr. Du brauchst auch nicht so weit weglaufen. So dick ist die Endcard jetzt nun auch nicht. Komm, push schon wieder ein bisschen. Gut, dann sag ich mal danke fürs Zuschauen, danke für Hasta fürs dabei sein. Und gerne ein Like da und abonniert gerne den Kanal für mehr Griefer Talk. Und dann sage ich nur, schaut gerne bei Verhasta vorbei, sag ich nochmal. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen, habt noch einen wunderschönen Tag, haut rein und dann ciao. Leute.